Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Ute Reuter, ich bin Professorin an der VWA-Hochschule für berufsbegleitendes Studium. Ich vertrete die Themenbereiche Unternehmensführung, Personal und Organisation und habe in dem Zusammenhang auch die Frau Gera kennengelernt. Sie wollte eigentlich im Frühjahr zu uns kommen, zu einer Veranstaltung Frauen in Technik und Wirtschaft, die dann leider Corona-bedingt abgesagt werden musste. Und jetzt haben wir sie gewonnen, dass sie in diesem Herbst einen Digital Talk bei uns anbietet. Und wir sind ganz glücklich, dass die Katharina heute Abend hier ist und uns alle mit einem sicherlich sehr spannenden Talk erfreuen kann. Wer ist Katharina Gera? Katharina Gera ist CEO und Co-Founderin von Immutable Insight. Immutable Insight ist ein Blockchain-Analysehaus. In diesem Blockchain-Analysehaus werden komplexe Physik und Mathematik auf die Ethereum-Blockchain. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, sonst korrigiert mich nachher die Katharina und sagt, wie man es richtig ausspricht, angewendet. Und in dieser Funktion, also als ja, Beraterin, CEO und Co-Founder, berät sie eben Kunden bei Krypto-Investments und unterstützt sie bei allen anderen möglichen Blockchain-Anwendungen. Ihre Expertise ist an sehr vielen Stellen sehr gefragt und umso froher sind wir, dass sie heute Abend Zeit gefunden hat, hier zu sein. Sie wurde zum Beispiel im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags als Blockchain-Expertin gehört. Sie ist Mitglied im Aufsichtsrat einer Bank und hat auch ansonsten sehr viele andere Commitments. Unter anderem ist sie auch Mutter von zwei Töchtern. Und ja, ist zusätzlich eben sehr erfolgreiche Unternehmerin und in vielen Themen, gerade im Bereich Digitalisierung, da eine ausgewiesene Expertin. Das Vortragsthema, was sie uns heute Abend mitgebracht hat, ist neue Möglichkeiten durch Blockchains anhand von Analytics und Asset Management. Da geht es zum Beispiel um ja, das Thema Blockchain Service Networks, hat sie mir vorher erzählt, das in der EU noch irgendwie weitgehend unbekannt ist. Da wird sie uns erklären, was darunter zu verstehen ist. Und sie wird dabei auch auf das Thema Advanced Analytics eingehen und uns die Aussagekraft der Blockchain herausarbeiten. Wir freuen uns sehr, dass Katharina Gera heute Abend unser Gast ist und sind schon extrem gespannt auf ihren Digital Talk zu diesem spannenden, hochaktuellen Thema. Und jetzt freuen wir uns alle und ich mich am allermeisten sehr darauf, ganz viel über das Thema Blockchain und Advanced Analytics zu erfahren heute Abend. Also go ahead, Katharina. Wir freuen uns. Du, ganz, ganz herzlichen Dank, Ute, für diese schöne und wertschätzende Intro. Ich freue mich, hier zu sein und das so ein bisschen noch von meinem Enthusiasmus für das Thema auch weiterzugeben, auch an diese Runde. Ich möchte Sie auch alle einladen, das möglichst interaktiv zu machen und gerne auch reichlich von der Chatfunktion und auch den Fragen Gebrauch zu nehmen. Ich sozusagen kenne das Thema ja gut und bin auch für Sie heute Abend hier und stellen Sie Ihre Fragen, stellen Sie Ihre Bedenken, alles, was Ihnen so ein bisschen auf dem Thema am Herzen liegt. Je interaktiver aus meiner Sicht, desto besser. Gut, ich würde mal mit so ein paar Grundhypothesen und Grundmythen aufräumen wollen, einen ganz kleinen ersten Impuls und dann so ein bisschen über den Stand, wo steht eigentlich diese ganze Blockchain-Thematik heute, anfangen. Und dann habe ich mir ein konkretes Beispiel ausgesucht, Advanced Analytics, wenn man da ganz viel zeigen kann, was auch die Vorteile sind, was eben möglich ist, was heute vielleicht in anderen Kontexten noch nicht möglich ist. Und damit haben wir dann die Chance, dass wir einfach hier ein bisschen sozusagen in die Runde gehen können und hier ein bisschen sozusagen, wie gesagt, ein bisschen die Begeisterung, die ich für dieses Thema habe, auch vielleicht weitergeben können. An diesem Punkt, was ist überhaupt Blockchain? Das sollten wir, glaube ich, vorab einfach nochmal klären. Eine Blockchain ist, wenn man es jetzt einfach mal ins Deutsche auch übersetzen würde, eine Kette von Blöcken. Diese Blöcken bestehen aus einzelnen Datenpunkten. Und diese Blöcke werden Schritt für Schritt für Schritt für Schritt aneinandergereiht. Und diese Aneinanderreihung ist nicht zufällig, sondern diese Aneinanderreihung ist auch dokumentiert und fest. Und die Blockchain wird nicht so ähnlich wie bei die Website jetzt auf einem Host-Server gespeichert und von dort dann abgerufen, sondern sie ist grundsätzlich dezentral. Das heißt, alle, die eine Kopie der Blockchain, dieser speziellen Blockchain haben, haben auch den ganzen Datensatz.
Und das Ganze ist dann auch noch kryptografisch verschlüsselt. Der große, große Clou, warum man es auch das Internet 3.0 nennt, ist, dass damit erstmalig Wert unkopierbar und damit sozusagen ökonomisch verwertbar wird. Was heißt es? Sie können heute eine E-Mail, ein Attachment, PDF und so weiter, eine CD oder eine MP3-File und so weiter, können Sie hier alles kopieren. Und mit der Blockchain können Sie einzelne Dateien digital so absichern und einzigartig machen, dass Sie eben einen eigenen ökonomischen Wert bekommen, weil Sie nicht so leicht kopierbar sind. Das ist in dem ganzen Bankenumfeld natürlich wichtig. Es darf ja nicht irgendwie 50 Euro geben. Sie können ja auch nicht einfach den Euroschein irgendwie in den Farbdrucker legen und sich einfach nochmal gerne 10, 50 Euro Scheune drucken. Genauso sollte es bei Geld auch sein. Das war eine der Funktionen, die im Internet, wie wir sie heute kennen, noch nicht möglich war, die die Blockchain ermöglicht. Aber auch ist entscheidend, dass die Blockchain rechtsverbindliche Geschäfte anderer Art, also nicht nur Zahlungen, auch ermöglicht. Und das ist sicherlich auch einer der großen, großen Treiber, weil dann auf einmal nicht nur Menschen zu Kunden werden, sondern auch Maschinen potenziell zu Kunden werden. Und dann haben wir eben einen ganz neuen Geschäftsbereich, den es so heute noch gar nicht geben oder den es vor der Blockchain noch nicht geben konnte und der heute eben möglich wird durch die Blockchain selber. Ich werde den Vortrag nicht sehr technisch machen. Ich bin auch selber von Haus aus Volkswirtin und komme sozusagen von der ganzen Währungstheorie-Ecke. Da habe ich mal meinen Master gemacht. Es geht also im Wesentlichen sozusagen um die Themen, warum wird es unser Leben verändern, warum wird es unser Leben aus meiner Sicht auch besser machen und welche Ansatzpunkte haben wir hier, damit wir sozusagen in der Zukunft auch alle davon profitieren können. Ein paar Mythen, wie ich angekündigt habe. Es gibt so ein paar Sachen, die jeder vielleicht schon mal ein bisschen gehört hat. Die meisten haben zumindest mal Bitcoin gehört. Bitcoin ist die bekannteste Blockchain und auch die älteste Blockchain. Aber Bitcoin ist nur eine von ungefähr 800 Blockchains. Das heißt, die Blockchain-Technologie oder die sogenannte Distributed Ledger-Technologie, also die Technologie der verteilten Bücher, so wie ich vorhin gesagt habe, eben Dezentralität, nicht Zentralität, ist sozusagen eine Technologie, die sich dann unabhängig von der Bitcoin-Blockchain weiterentwickelt hat. Und die zweitberühmteste, wenn man so will, ist dann die Ethereum-Blockchain. Das hatte die Ute vorhin auch schon ganz kurz erwähnt. Und die Ethereum-Blockchain grenzt sich von der Bitcoin-Blockchain im Ansatz und in dem, was sie als Zielsetzung hat, schon deutlich ab und hat damit sozusagen einen ganzen Schritt in die praktisch Verbreiterungsmöglichkeit der Anwendung getan. Die Bitcoin-Blockchain ist so ein bisschen wie so ein Telefon. Ich sage auch gerne, es ist eine Monopurpose, also eine einfache, zweckgebundene Blockchain. Ich kann Geld senden und ich kann Geld empfangen, so ähnlich wie ich mit einem Telefon, mit einem analogen Telefon jemand anrufen kann oder von ihm angerufen werden kann. Und bei der Ethereum-Blockchain ist das anders. Die Ethereum-Blockchain hat den Anspruch, sozusagen eine Art Weltcomputer zu sein. Sie ist ein bisschen mehr wie der App Store auf einem Smartphone und sie ermöglicht es allen, die eine App launchen wollen auf der Blockchain, die eben die Ethereum-Blockchain ist, ein eigenes Programm, eine eigene Anwendung, ein eigenes Geschäftsmodell zu launchen. Und damit hat sie eben sie eine Multipurpose-Blockchain. Sie ermöglicht eben als Plattform, dass man dort unterschiedliche Dinge machen kann. Und das ist aus meiner Sicht A, viel cleverer, B, viel spannender und C, irgendwie viel entscheidender. Weil der reine Zahlungs-Use-Case oder Anwendungsfall sicherlich sicher ein interessanter ist, aber am Ende des Tages eben nicht das volle Potenzial der Blockchain ausnutzt. Deswegen nutzen wir auch in dem, was wir tun, hauptsächlich die Ethereum-Blockchain, weil wir uns eben auch auf Industrieanwendungen, Geldwäscheprävention, Betrugsprävention und solche Dinge fokussieren. Und auch, wenn ich daran glaube, dass am Ende des Tages, was auch immer der Bitcoin heute macht und was auch immer sozusagen da im Raum steht, das ist alles nicht so relevant, wie dass wir sozusagen auch den Industriestandort stärken und den Produktions- und Dienstleistungsstandort praktisch ins 22. Jahrhundert überführen. Und dafür werden wir sozusagen auch die Blockchain auf der Ethereum-Basis brauchen. Der zweite Mythos, den wir oft hören, ist, Bitcoin und Blockchains sind nur für Geldwäsche und Darknet da. Als jemand sozusagen, der auch im Bundestag zu diesem Thema gesprochen hat, ich kann Ihnen sagen, es ist die dümmste aller Ideen, dort Geld zu waschen.
Sie sind auf Ewigkeit dokumentiert. Jemand wie wir kann sie relativ gut finden. Und ja, so ähnlich wie das Internet auch so ein paar anrüchige Erstanfänge hat, gab es auch diese Fälle. Und es ist sicherlich auch kein betrugsfreier Raum. Genau, also es ist die dümmste Idee, auf der Blockchain Geld zu waschen. Und eigentlich, wenn wir wirklich Geldwäsche ausmerzen wollen würden, dann müssten wir eigentlich mehr Blockchains zum Einsatz kommen lassen, weil jemand wie ich, und da komme ich nachher auch drauf, eben oder praktisch unsere Firma dort dafür sorgen kann, dass es eben eines der saubersten Anwendungen und der saubersten und sichersten Technologien ist, wie wir alle miteinander zum Beispiel Geld und Zahlungen austauschen könnten. Der dritte Mythos ist sozusagen, das ist ja alles nur Energieverbrauch und das ist irgendwie alles, was das angeht, ganz böse und schlimm. Da kann ich nur sagen, ja, die Bitcoin-Blockchain ist natürlich eine digitale Anwendung und verbraucht auch Strom und vor allem das Schürfen von Bitcoins verbraucht Strom. Aber zum einen sind die Berechnungen, die da angestellt werden, immer nicht ganz fair, wenn man, sage ich mal, immer den Wald mit dem einzelnen Baum vergleicht. Also es rechnet auch niemand den gesamten Stromverbrauch aller Banken, der Commerzbank, der Deutschen Bank, aller Sparkassen, aller Volksbanken und so weiter zusammen und guckt, wie viel die einzelne Transaktion dann an Strom verbraucht, was deutlich, deutlich mehr wäre als bei einer Blockchain, sondern man rechnet das gesamte Netzwerk der Bitcoin-Blockchain und vergleicht das dann mit einer einzelnen Transaktion. Und das ist eigentlich ein typischer Äpfel mit Birnen verglichen Fall. Und insofern muss man einfach konstatieren, ja, die Bitcoin-Blockchain hat einen Energieverbrauch und es ist sicherlich gut, dass neuere Blockchains, wie zum Beispiel die Ethereum-Blockchain, stärker darauf geachtet haben, dass sie einen anderen Konsensmechanismus haben. Und durch diesen anderen Konsensmechanismus und eine andere Schürfungsvariante gibt es auch weniger Energieverbrauch. Sozusagen das sind sozusagen immer die Themen, die man vielleicht so kennt und die man vielleicht auch mit einer gewissen Skepsis mit der Blockchain verbindet. Und gerne auch schon an der Stelle, wenn Sie eine Frage haben, lassen Sie mich gerne wissen. Ansonsten würde ich gerne, wo wir sozusagen die großen Mythen und die großen Abers und so weiter aus dem Raum haben, da nämlich gerne sozusagen auf die Möglichkeiten der Blockchain kommen. Aber mir ist erstmal wichtig, dass wir immer sozusagen mit diesen praktisch Pauschalvorwürfen, die so ein bisschen auch immer gegen die Blockchain-Technologie im Raum stehen, dass wir das einmal schon mal auseinanderklamüsert haben und das schon mal aus dem Weg haben. Gibt es dazu eine Frage? Okay, ansonsten können wir gerne auch nochmal zurückkommen. Wenn Sie dann später da nochmal eine Frage haben, dann melden Sie sich einfach nochmal im Chat und dann schauen wir einfach nochmal, dass wir da reinkommen. Ich würde mal einen kleinen Zwischeneinschub machen, warum ich überhaupt zu Blockchain gekommen bin und warum ich glaube sozusagen, dass das ein spannendes Thema ist und eines der Themen sozusagen, wo wir in unserer Generation eben die Möglichkeit haben, zumindest noch für einen kurzen Moment hoffentlich tatsächlich auch was zu gestalten. Ich selber habe erst VWL im Bachelor studiert und dann einen Master in London gemacht. Und in dem Teil hieß es auch immer in der Währungstheorie, es gibt eben keine Alternative zu staatlichen Währungen. Und auch wenn das System heute problematisch ist und vielleicht auch nicht mehr ganz zeitgemäß, es gibt keine Alternative. Und die Blockchain-Technologie bietet als eine der ganz großen neuen Möglichkeiten, die es davor nicht gab, eben die Möglichkeit, Staaten unabhängig Geld und damit auch Währung zu denken. Und das ist eben schon ein wesentlicher Unterschied und eine wesentliche große neue Möglichkeit, auf die ich gleich zurückkomme. Jetzt habe ich eine Frage gesehen, die würde ich einmal ganz kurz abhalten. Was versteht man unter dem Schürfen von Bitcoins? Gute Frage. Also, wie entsteht eigentlich ein Bitcoin? Ja, als sozusagen der Algorithmus ausgegeben wurde für die Bitcoin-Blockchain, war die Grundidee, dass jeder unabhängig von großen Rechenkapazitäten, zumindest am Anfang, teilnehmen kann am sogenannten Schürfen von Bitcoin. Das bedeutet, es gibt eine Rechenaufgabe, die alle, die einen Bitcoin haben wollen, zur Produktion der Bitcoin, Klammer auf, Klammer zu, das nennt man nachher Schürfen, mitrechnen können. Und der am schnellsten diese Rechenaufgabe löst, der bekommt als Belohnung, in dem Blockchain-Lingo sagt man Reward, der bekommt als Belohnung diese Bitcoin. Und damit entstehen neue Bitcoin, weil alle Leute ein Incentive haben, Rechenkapazität bereitzustellen, weil sie die Chance haben, als Belohnung eben entsprechend Bitcoin zu haben.
eine der Grundfesten die der Gründer oder die Gründerin oder die Gruppe von Gründern, man weiß nämlich nicht genau, wer hinter der Bitcoin-Blockchain steht, das Alias ist Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto hat es auch so hingelegt, dass es eben nur eine begrenzte Anzahl an Bitcoin geben wird. Ungefähr 18 Millionen von ungefähr 24 Millionen Bitcoin sind geschürft. Es sind also nicht mehr so viele übrig. Die meisten Bitcoin gibt es schon. Und es ist einer der Gründe, warum man Bitcoin auch als das neue Gold bezeichnet, weil eben Gold auch durch seine gewisse Seltenheit charakterisiert ist und man damit sozusagen dem eine Wertaufbewahrungsfunktion beimisst. Aber nochmal ganz kurz, Schürfen ist eigentlich die Produktion durch Rechenkapazität von Bitcoin. So, dann gehen wir nochmal zurück zu den neuen Möglichkeiten. Also die erste große neue Möglichkeit, die mich selber eben so stark fasziniert hat, dass ich da Lust hatte, mich in diesem Bereich zu engagieren, ist, dass Währungen unabhängig von Staaten gedacht werden können. Jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, es gibt ja viele Gründe, warum man auf diese Staaten gesetzt hat und es gibt ja viele Gründe, warum man praktisch dort sozusagen auch dieses Thema Länder of Last Resort und andere Dinge und Dominanz des US-Dollars, warum man das haben möchte. Ne? Auf der gleichen Seite kann man aber auch sagen, es gibt ungefähr, Pi mal Daumen, 150 staatlich emittierte Währungen und davon gelten nur ein knappes Dutzend als sogenanntes AAA-geratetes sicheres Geld, also das heißt die höchste Sicherheitsstufe, die Ratingagenturen vergeben. Man kann also andersrum auch sagen, für ungefähr 90% aller Menschen auf diesem Planeten funktioniert das System von nationalstaatlich emittierten Währungen nicht und deswegen hat der Dollar eben dann auch oft eine Schattenwährungsfunktion. Und das heißt, aus einer deutschen Sicht, gerade auch mit der Historie der D-Mark oder aus einer Schweizer Sicht mit einem starken Franken oder aus Sicht der Norweger oder auch der Kanadier, ist das Thema nicht so sehr zu verstehen, wie es dann eben verständlicher wird, wenn man zum Beispiel in der Türkei lebt und eine heftige Inflation der Lira erlebt oder in anderen Staaten wie Venezuela, wenn es um eine Entwertung geht. Und deswegen gibt es eben hier von der Gesamtbevölkerung der Menschen auf diesem Planeten eben schon einen großen Anreiz, eine Alternative zu dem haben, was sie heute haben. Jetzt gucke ich einmal nochmal ganz kurz. Hier gibt es eine Frage, wer stellt die Rechenaufgaben? Die Rechenaufgaben sind Teil des vorgelegten Algorithmus, der praktisch die Bitcoin-Blockchain beschreibt und es werden... wenn ich das jetzt aus dem Stegreif weiß, irgendwie unregelmäßige Primzahlen oder sowas irgendwie berechnet. Das ist irgendwas, was eben dem praktisch echten mathematischen Zufall relativ am nächsten kommt. Okay, gut. Also die erste neue Möglichkeit, die wir hatten, ist staatliche Währung. Und das bezieht sich eben auch schon auf die Bitcoin-Blockchain. Wenn Währungen nicht mehr von Staaten kontrolliert werden, wer kontrolliert denn dann die Währungen, zum Beispiel Bitcoin, Privatpersonen, Unternehmen? Auch eine sehr gute Frage. Da gibt es bei den 800 Blockchains, die es so gibt, ganz unterschiedliche Antworten. Die Bitcoin-Blockchain und auch die Verschleierung der Identität von Satoshi Nakamoto war und ist der Überzeugung, dass es eben niemand geben sollte, der diese Währung kontrollieren kann. Also es gibt den Algorithmus und es gibt diejenigen, die an den Transaktionen teilnehmen, aber es gibt keine Hoheit, keine Governance, keine Entscheidungsgewalt, keine zentrale Person, kein Intermediär oder ähnliches. Der Algorithmus ist, wie er ist und solange Leute den benutzen und anwenden, kann man den auch nicht mehr ändern. Man kann ihn in die Zukunft hinein ändern, durch eine sogenannte Fork, also eine Teilung. Man kann ihn aber nicht rückwärtsgerichtet ändern. Bei der Ethereum-Blockchain beispielsweise ist das anders. Zum einen kennt man die Gründer der Ethereum-Blockchain und die sind heute auch immer noch aktiv. Und zum anderen gibt es mit der Ethereum Foundation und einer Ethereum Economic Alliance, der EEA, schon Gremien, in denen die wesentlichen Träger dieses Netzwerks und die wesentlichen Nutzer dieses Netzwerks sich treffen können und in einer Stiftungsform mit praktisch Mehrheitsentscheidungen dann Änderungen an dem Code, auch da werde in die Zukunft entscheiden können. Es gibt insgesamt aber auch das Thema private und Public Blockchains, also es gibt gewisse Blockchains, zum Beispiel auch IBM arbeitet an einer privaten Blockchain oder SAP arbeitet an einer privaten Blockchain. Es gibt gewisse Unternehmen,
die sagen, wir möchten eine Blockchain, die eben nicht öffentlich zugänglich ist, aufbauen und dann kontrollieren die entsprechend auch das Netzwerk. Also insofern, die Blockchain-Technologie ist sozusagen das Internet und dann gibt es praktisch Homepages, die brauchen ein Login und manche Homepages brauchen kein Login. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Wann denken Sie, dass CDBCs anstatt Fiat-Geld eingeführt werden, digitale Euro? Ach, Stefan Forster, ich kann Sie zwar nicht sehen, aber ich freue mich sozusagen, dass Sie diese Frage gestellt haben. Ich bin ein großer Verfechter der CDBCs. Ich bin ein großer, großer Verfechter des digitalen Euros. Ich versuche mich auf verschiedenen politischen Foren darum aktiv zu bemühen. Wir kommen mit Sicherheit auch gleich drum dazu, warum das so ist, aber aus meiner Sicht ist sozusagen das eine absolute Notwendigkeit. Wir haben mit der Elbe BW die erste große anerkannte deutsche Bank, die den digitalen Euro als E-Geld eingeführt hat auf der Blockchain. Der ist dann auch programmierbar. Insofern könnte man sagen, es gibt heute schon den digitalen Euro über eine Geschäftsbank. Ob der digitale Euro über die EZB kommt, ist momentan ein viel diskutiertes Thema. Die EZB hat sich jüngst jetzt vor letzter Woche oder vorletzter Woche geäußert, dass sie, wenn es gewünscht wird, sozusagen dann entsprechend liefern werden. Das ist ein bisschen hämisch, finde ich, wenn irgendwie in China ist die CBDC schon live, in Singapur ist sie fast live, in Korea geht sie im Anfang nächsten Jahres live. Und insofern haben wir sozusagen da ungefähr 30, 35 Staaten, die schon deutlich vor uns sind. Aber grundsätzlich glaube ich nach aktueller Einschätzung nicht, dass wir in den nächsten 24 Monaten einen EZB-eingeführten digitalen Euro bekommen. Aber aus meiner Sicht werden die Lücke zu den Geschäftsbanken füllen. So, gut, dann habe ich erstmal die Fragen jetzt. Dann komme ich zu der zweiten großen Möglichkeit. Die zweite große Möglichkeit hatte ich eingangs schon mal ein bisschen besprochen, und zwar alles, was mit dem Internet der Dinge, alles, was mit dem Thema Industrie 4.0, alles, was mit dem Thema Machine-to-Machine-Kommunikation, alles, was mit dem Thema autonomes Fahren, autonomes Laden und so weiter zu tun hat, wird nur durch eine Art der Blockchain-Technologie möglich. Das heißt, wann auch immer wir zu einer Vollautomatisierung kommen wollen, auch wann auch immer wir zu einem praktisch einer höheren Ressourcen- und Produktivitätssteigerung kommen wollen, immer dann, wenn wir darüber nachdenken, dass Autos sich selber laden sollen oder gewisse Prozesse im Hintergrund eigenständig stattfinden sollen, immer dann brauchen wir auch eine Blockchain. Und insofern bietet die Blockchain für die Industrie eine Möglichkeit, Wirtschaftsprozesse komplett neu zu denken. Und das ist ganz entscheidend. Heute haben wir oft das Modell, und ich sage immer so ein bisschen süffisant, in Deutschland ist Digitalisierung, wenn das Papierformular auf einmal als PDF zugänglich ist. Und wenn man es dann schon irgendwie advanced ist, dann hat man ein Webformular statt einem PDF. Und wenn es dann ganz, ganz, ganz super ist, dann hat man irgendeine Art von, sage ich mal, Interaktivität noch. Wir gehen aber immer in unseren Köpfen davon aus, in der Pfadabhängigkeit, dass wir unter dem Paradigma, unter dem wir heute stehen, Lösungen denken. Und ich glaube, dass das eines der fundamentalen Schwächen ist, heutzutage in unserer Digitalisierung. Und ich glaube, dass es unser aller Aufgabe ist, sozusagen die neuen Möglichkeiten auch neu zu denken und eben frisch über Dinge nachzudenken. Ich bin ein großer Fan, sozusagen mal ein weißes Blatt Papier zu nehmen und einfach nochmal komplett neu darüber nachzudenken. Wie wäre es denn, wenn wir gegeben der technischen Möglichkeiten heute dann darüber nachdenken würden, wie wir es machen. Und das ist aus meiner Sicht unglaublich powerful. Das ist eine unglaublich große Herausforderung, aber das ist genau die Art von Herausforderung, die wir uns in allen Lebensbereichen stellen müssen. Auch, wenn ich nicht daran glaube, dass Technik alles löst. Aber Technik kann viel lösen, und wenn sie auch dem Menschen dienlich sein soll, dann wäre es unser aller Aufgabe, daran zu arbeiten. Das ist eine der großen Themen und eine der riesen Möglichkeiten, die die Blockchain-Technologie hat. Und mit dem Industriestandort, den wir hier haben und mit der sozusagen Kernkompetenz auch vieler Weltmarktführer in ihren jeweiligen Nischen, glaube ich, sind wir gut bedient, sozusagen möglichst schnell uns um diese Möglichkeiten auch zu kümmern. Die dritte große Möglichkeit ist aus meiner Sicht alles rund um Staat, Verwaltung, Organisation. Wenn die Gründungsväter und Mütter sozusagen auch der verschiedenen Verfassungen dieser Welt, die noch eben meistens aus dem letzten Jahrhundert kommen, heute nochmal eine schreiben müssten und sie kennten diese Technologie, würden sie viele Dinge ganz anders machen.
alles vom angefangen, wie organisieren wir Wahlen, wie organisieren wir Repräsentation, wie organisieren wir Verträge, wie organisieren wir Steuerwesen, wie organisieren wir sozusagen Gemeinwesen, wie machen wir Register, alles angefangen vom Handelsregister, vom Grundregister und. All diese Themen könnte man mit einer Blockchain deutlich günstiger, deutlich schneller, deutlich fairer, deutlich transparenter und deutlich übersichtlicher gestalten. Und das sind sozusagen auch da wieder die Möglichkeit auch, ich hatte vorhin bei den Mythen noch das Thema Datenschutz vergessen. Jedem, aber absolut jedem, dem Datenschutz wichtig ist, sowohl für sich persönlich als auch für seine Organisation, muss eigentlich ein Fan der Blockchain sein. Ja, das Recht auf Vergessen und das Recht auf Löschen ist praktisch mitunter in der Blockchain-Technologie schwieriger darstellbar, aber wir sind alle total naiv und wir sind total gutgläubig, was den heutigen echten Schutz unserer Daten angeht. Und zwar vor Cybersecurity, vor Fraud, vor Hacks, vor alle möglichen. Die Tatsache, dass wir heute sozusagen viele Daten auf zentralen Servern von Dritten speichern lassen, egal ob die uns irgendeine Datenschutzerklärung unterschrieben haben oder nicht, das ist völlig wurscht. Die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, diese zu hacken, ist ungefähr so viel höher, um Ihnen ein Bild zu geben, wie die Größe eines Sandkorns mit der Größe des Erdballs. Die Blockchain-Technologie ist um eine ganze Kategorie, um eine wesentliche Kategorie sicherer. Das heißt, jeder, der ein Interesse hat, dass Daten geschützt werden, jeder, der ein Interesse hat, dass staatliches Handeln oder Organisationshandeln auch sicher und transparent ist, der muss eigentlich ein Interesse an der Blockchain haben. Und insofern bietet auch hier die Blockchain, hat zwar einen schlechten Ruf, was das angeht, aber ist eigentlich viel, viel, viel besser, als wir heute in den heutigen Systemen haben. Jetzt habe ich eine ganze Reihe abstrakt gesagt zu dem, was die Bitcoin-Blockchain alles die Blockchain alles grundsätzlich an Möglichkeiten bietet. Ich würde Ihnen gerne ein bisschen mal Einblick in meine Arbeit geben und so ein konkretes Beispiel machen und warum ich zum Beispiel auch glaube, dass Geldwäsche heute auf der Blockchain praktisch eigentlich dazu führen könnte, dass wir Geldwäsche tatsächlich ausmerzen könnten. Wenn wir uns angucken, was mit der Blockchain möglich ist, dann ist auch eine neue Möglichkeit die sogenannten Advanced Analytics, wie wir sie nennen. Meistens hat man in Deutschland ein schlechtes Gefühl, wenn man über Analytics nachdenkt. Wir denken an Google, wir denken an Facebook, wir denken an Palantir. Aber die nutzen alle den Namen und die nutzen alle sozusagen auch die personenbezogenen Daten. Bei der Blockchain wird der einzelne Datenpunkt im Vergleich zum gesamten Netzwerk weniger entscheidend. In dem heutigen System versuche ich alles über die Katharina Gera herauszufinden und über meine Nachbarin und über mein Gegenüber und über meine Familie und ich versuche von dem einzelnen Datenpunkt in das Gesamtnetzwerk hochzurechnen. Ich versuche ein Profiling zu betreiben. Bei der Blockchain ist das anders. Eine der großen wesentlichen Unterschiede für Advanced Analytics ist, dass ich in einer Blockchain erstmal alle Daten verschlüsselt und pseudonymisiert, aber ich habe den Gesamtpool der Daten. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, weil ich damit eben nicht von dem Einzelnen hochrechnen muss ins Profiling, sondern ich kann viel systematischer und viel strukturierter mit dem Gesamtdatensatz umgehen und kann so unabhängig von dem, dass ich dem Einzelnen sozusagen seine Privatsphäre und seine eigenen Datenpunkte nehmen muss, dann praktisch systematische Erkenntnisse machen und praktisch tatsächlich auch systematisch gegen gewisse Dinge, wie zum Beispiel Blockchain, Geldwäsche angehen. Normalerweise macht man in Banken, wenn es um das Thema Compliance geht, sie überweisen von der Commerzbank auf eine ausländische Bank oder sonst irgendwohin einen Betrag über 10.000 Euro, wird es irgendwo in den Compliance-Systemen auffallen. Das heißt, eine Bank sendet an eine andere Bank und es gibt eine Transaktion und das sind praktisch, die Commerzbank hat alle Transaktionen, die sie raus und rein bekommen hat und diese Bank hat alle Transaktionen, die sie raus und rein bekommen hat. Niemand hat aber alle Transaktionen. Deswegen werden wir hier immer sozusagen auf der Ebene ein einzelfallbezogenes Nadeln im Heuhaufen suchen haben. Wenn ich auf der Blockchain über Geldwäsche nachdenke, habe ich alle Transaktionen. Auf der Ethereum Blockchain sind es heute ungefähr 870 Millionen. Das statistische N ist so groß,
dass es wahnsinnig schwer ist, wenn man nicht eine gewöhnliche Geschäftstätigkeit macht, nicht aufzufallen. Weil ich eben nicht nur vergleiche, was hat die eine Transaktion von A nach B getan, sondern wer hat sonst noch von A nach irgendwohin was überwiesen? Wer hat von B sonst überhaupt noch was empfangen? Wie hoch ist die Transaktion? Wann hat die Transaktion stattgefunden? Hat diese Art von Transaktion schon mal stattgefunden? Hat diese Transaktion schon mal zwischen anderen Parteien stattgefunden? Ist diese Höhe der Transaktion auffällig in einer oder in der anderen Form im Vergleich zu allen anderen Transaktionen, die ich habe? Wie war die Aktivität in dem Netzwerk insgesamt zu diesem Zeitpunkt? Und. Ich habe alle diese systematischen Daten, die mit der einzelnen Transaktion erstmal nichts haben, und es ist irre schwer, das statistische M zu schlagen. Das heißt, uns fällt alles auf, was anders ist, als wir es statistisch erwartet hätten. Wir gucken uns eben nicht linear an, was passiert, sondern wir gucken uns eben systematisch. Also hier geht man immer von einzelnen Punkten aus, und was wir machen, ist eben eine neue Ära. Wir gucken uns immer alle Transaktionen auf einmal an. Wir schauen uns das Transaktionsgeflecht an. Wir schauen uns also nicht hinterher ex post Einzeltransaktionen an, sondern wir schauen uns ex ante, was passiert genau in dem Moment, und können damit auch entstehende Geldwäschemuster unterbinden. Und damit werden eben Blockchain-Transaktionen eigentlich die sauberste Art und Weise zu bezahlen und die sauberste Art und Weise, praktisch keinen Betrug zu geben. Und das ist eines der Dinge, die wir eben in unserem täglichen Job machen. Ich gebe Ihnen einmal sozusagen ein Beispiel dafür, wenn man das ja bei den ersten Bildern erst praktisch nur in der Momentaufnahme sieht und nicht abstrahiert. Das hier, was man hier sieht, ist ein sogenanntes typisches Smurfing. Also einer verteilt einen großen Betrag auf ganz viele Einzeltransaktionen, überweist es an einen anderen Account und überweist es dann in einem anderen Rhythmus, aber ähnlich, wiederholt und gleich sozusagen nochmal an einen Account. So könnte man sozusagen auf einmal die unterschiedliche Zahl der Transaktionen verschleiern. Durch kleinere Transaktionen, und das nennt man Smurfing. Das andere ist eben sozusagen, eine überweist und dann überweist eine immer wieder im Kreis und immer wieder im Kreis und immer wieder im Kreis und kreiert zum Beispiel gefälschtes Marktvolumen auf einer Börse. Wenn hier, deswegen ist der blaue Pfeil hier, ich weiß nicht, ob Sie den gut sehen können, wenn hier 3, 4 dieser Transaktionen schon stattgefunden haben, dann erkennen wir schon bei der 5. Transaktion, dass es sich hier um ein auffälliges und wahrscheinlich als negativ zu bewertendes Verhalten geht. Das heißt, während dem Entstehungsprozess entdecken wir das schon, und so können wir eben tatsächlich auch kriminelle Handlungen tatsächlich unterbinden und die Auszahlung hinterher des Geldes unterbinden, was dann eben natürlich auch das Gesamtgeschäftsmodell der Geldwäsche kaputt macht. Ich sehe, die Ute tippt. Das heißt, ihr unterstützt damit auch ganz konkret die Kripo bei der Fahndung und Geldwäsche. Das ist sehr unterschiedlich, wie wir eingeschalten werden. Wir arbeiten manchmal mit Europol zusammen, wir arbeiten oft für Rechtsanwälte, wir arbeiten manchmal auch für Schriftsätze, für Gerichte oder als unabhängige Gutachter. Wir arbeiten aber vor allem auch für Leute, die im regulierten oder Institutionen, die im regulierten Bereich sind und die eben praktisch ihre eigene Verpflichtung nach der 5. Geldwäscherichtlinie nachkommen wollen. Wir arbeiten natürlich auch viel fürs Handelsblatt. Alle großen irgendwie Aufklärungsaktionen, die das Handelsblatt in letzter Zeit zu Blockchain hatte, da haben wir in der Regel die Analytics gemacht. Genau, Contamination Degree, das heißt, anders als in anderen Technologien auch, kann ich auch zu jeder einzelnen Coin, zu jedem einzelnen Bitcoin, zu jedem einzelnen Ether beispielsweise, einen Grad der Kontamination angeben. Das heißt, ich kann eben nicht nur sagen, grundsätzlich binär, ist das Geldwäsche oder ist das nicht Geldwäsche, sondern ich kann sagen, mit welchem Grad hat es sozusagen mit Geldwäsche zu tun und wie viele Male wahrscheinlich, ist natürlich eine stochastische Aussage, praktisch wurde diese Coin schon mal für Geldwäsche benutzt. So, ich würde hier gerne sonst auch noch mal ein bisschen, weil ich auch noch Asset Management mit reingebracht habe, noch mal ein bisschen auf Exchanges gehen, will aber einmal nur gucken, dass ich sozusagen auch die
grundsätzliche Frage. Vielleicht können wir einmal noch mal eine ganz kurze, wir haben doch so eine nette Voting-Funktion, wir machen das jetzt mal ein bisschen interaktiv. Soll ich noch mal über das ganze Thema Trading und Asset Management sprechen oder soll ich lieber noch mal zu einem anderen Thema, das ihr gerne ganz kurz in den Chat schreiben könnt, sprechen? Was ist denn, wo habt ihr am meisten Lust drauf von all dem, was ihr jetzt noch mal gehört habt? Okay, da sind auf alle Fälle schon mal, würde ich sagen, genug von Trading und Asset Management drin, dass ich dann da einsteigen kann. Okay, gut. So, dann mach mal, sag ich mal, hier einmal den Cut. Okay, also, ein Stück weit ist natürlich auch Bitcoin deswegen immer in die Presse gekommen, wenn man dann liest, jetzt ist eben der Bitcoin über 10.000 Euro, jetzt ist er irgendwie über 12.000 Dollar und natürlich gibt es da auch die tollen Geschichten, wie Leute irgendwie den Bitcoin noch für unter 100 Euro oder 100 Dollar gekauft haben und heute irgendwie dadurch reich geworden sind. Das stimmt schon alles, das hat natürlich wie immer mit der Trading, mit dem heutigen Trading Alltag nicht viel zu tun. Neben dem, dass wir eben diese Analysen für Geldwäsche und so weiter machen, haben wir von Immutable Insight auch den ersten BaFin-registrierten Krypto-Hedgefonds rausgegeben, den Blockchain-Fonds. Damit sind wir jetzt seit Januar diesen Jahres am Start und deswegen ist sozusagen Trading und Asset Management natürlich eins unserer Hauptthemen. Und wir nutzen sozusagen das Wissen, das wir eben auch über Fraud Detection und Geldwäscheprävention haben und suchen uns damit natürlich auch die sauberen, aus unserer Sicht, Gegenparteien für unsere Trades aus. Grundsätzlich ist es so, dass wenn man mal ein paar Zahlen nochmal runterdekliniert, Bitcoin hat ungefähr 2/3 des Marktvolumens immer noch, Ethereum hat ungefähr 15% des Marktvolumens und die Token, die auf der Ethereum-Blockchain laufen, die haben auch schon fast ungefähr 10-12% des Marktvolumens. Das heißt, Ethereum wächst eben auch dadurch, dass die ganzen Tokens, also die Anwendung, die Programme, über die ich früher vorher schon gesprochen habe, auf der Ethereum-Blockchain, dass die eben auch wachsen. Und es sind übrigens die am stärksten wachsende Einheit. So, das Trading von Bitcoin und Ethereum ist aber leider noch nicht so sicher, wie das eigentliche technologische Verfahren darunter wäre. Wir haben jetzt mit Bitwala die erste Bank, über die man auch als deutscher Retail-Kunde sozusagen Bitcoin und Ether kaufen kann. Wir haben mit dem Bison-App der Börse Stuttgart jetzt schon seit einem Jahr ein Retail-Angebot am Start. Davor war es eigentlich in Deutschland nicht möglich, über regulierte Gegenparteien zu kaufen, sondern man musste auf die typischen Krypto-Exchanges wie beispielsweise Binance oder Coinbase oder Kraken ausweichen. Die Exchanges sind alle unterschiedlich scammy, also unterschiedlich betrügerisch drauf. Die größte aller Exchanges ist Binance und Binance ist aber ein Riesenthema. Die sind ganz viel bekannt für ihre Wash Trades und hier haben wir mal einmal sozusagen auch mal ein Beispiel. Hier sieht man die unterschiedlichen Accounts, die auf Binance traden und das ist der Binance-Account selber. Hier sieht man also sehr schön visuell, wie viel Binance sozusagen selber auf der eigenen Börse handelt, was bei so regulierten Börsen wie der Deutschen Börse oder der Börse Stuttgart natürlich völlig undenkbar wäre. Das heißt, das Trading von Bitcoin und das Trading von Ethereum, wenn man das jetzt nicht nur macht, um mal irgendwie das dahin zu legen und ein bisschen für die Zukunft anzusparen, da ist das Gegenparteirisiko eines der wichtigsten Kriterien überhaupt. Ja? Kleiner Tipp am Rande, als Privatanleger, wenn man einfach mal ein paar Bitcoin und auch einfach mal ein paar Ether vielleicht kauft, um das eben als vielleicht eine kleine Diversifikation auch im Portfolio zu haben, dann lohnt sich das zu kaufen und mindestens ein Jahr nicht anzugucken, weil die Gewinne nach einem Jahr steuerfrei sind nach aktuellem deutschen Steuerrecht. Ich bin keine Steuerberatung, das darf kein offizieller Tax Advice sein, aber nur mal, wenn euch das interessiert, ist das vielleicht nochmal eine Note for yourselves. Dann ist ganz wichtig, sozusagen sich anzuschauen, wie fließen Gelder von der einen Exchange zur anderen. Das sind Sachen, die wir auch immer monitoren, weil eben die Liquidität für die Preisbindung auf der Exchange auch wichtig ist. Grundsätzlich ist es so, je mehr Liquidität auf einer Börse ist, desto geringer der Spread, also desto geringer das Delta zwischen Ankaufs- und Verkaufsgeboten und umso aktiver sozusagen auch das Trading. Und da ist eben immer ganz entscheidend sozusagen, wie verhalten sich die unterschiedlichen Liquiditäten auf den unterschiedlichen Exchanges. Dann wird es langsam ein bisschen lustiger, weil wir eben auch gucken, okay, wie ist sozusagen die Korrelation zwischen den zwischen Zuflüssen
und sozusagen der Werte und praktisch auch der insgesamt sozusagen Bewertung, wie wir die berechnen, ist nochmal eine andere Frage der größten Exchanges. Und so sortieren wir dann eben immer, wo wir unsere Trades machen und wie wir irgendwie Counterparty-Trades machen. Das sind lauter Daten, die könnte man auch mit der deutschen Börse und der London Stock Exchange und der New York Stock Exchange nie machen. Aber weil es ja eben als Blockchain immer eine Datengrundlage ist, sehe ich eben zum ganzen Zeitpunkt immer 100% der Daten. Also ich weiß ja immer genau, wo liegen welche Bitcoins in welchen Wallets. Welche von diesen Wallets gehören zu Exchanges und somit kann ich immer ganz genau sehen, wer hält gerade wie viele Bitcoin, wer transferiert gerade wie viele Bitcoin und das macht eben im Grunde genommen das ganze Thema Asset Management auf tokenisierter Basis viel, viel spannender und viel, viel vielfältiger, als das sonst auf irgendeinem anderen Markt der Fall wäre. Also ich sage immer gerne, wir tun eigentlich die Bond-Trader und die Aktienhändler total leid, weil die mit so geringen Informationen auskommen müssen und die ganz viele der Dinge und der Analysen, die wir uns praktisch ständig ziehen, gar nicht tun können. So, dann schauen wir uns praktisch immer den Marktanteil der Exchanges in Echtzeit an. Wir schauen uns ganz genau hin, praktisch wie viel Liquidität liegt dann gerade wo und insofern können wir eben auch da sozusagen die Orderbücher und praktisch die möglichen Preisbewegungen unserer Trades optimal berechnen. Und dann ganz zum Schluss sozusagen nochmal so ein bisschen so eine Auswahl, was wir uns halt auch da nochmal angucken. Wir schauen uns immer an, ist der Preis gerade unterbewertet oder überbewertet in einem Token. Wir schauen uns die Portfolioanalysen an, welche der Token wachsen gerade, welche wachsen nicht. Wir schauen uns an, was machen andere Trader, die wir auch kennen und welche Muster traden die. Und sozusagen wir schauen uns nochmal die Flows zwischen Wallets an. Also grundsätzlich kann man sagen, das ganze Thema Trading und Asset Management auf der Blockchain ist viel sophistizierter, ist viel analytischer und ist viel systematischer als irgendein anderes Trading. Man geht eben immer nicht von einem kleinen Wissen über den Markt auf und geht nach vorne, sondern man hat eben immer 100% der Daten auch. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Das ist nämlich nur wirklich irgendwie ein echter Clou, auch im Vergleich zur Bitcoin-Blockchain. Auf der Ethereum-Blockchain, wenn ich einen Token anbiete, auf der Ethereum-Blockchain, dann geht es ja nicht nur, dann geht es ja nicht nur darum, dass ich weiß, was der Preis ist, sondern ich sehe ja auch die Nutzung des Tokens. Das heißt, es wäre so, als würde ich von Adidas wissen, wie viele Trikots die überall genau verkaufen. Das müsste ich nicht wissen, warten, bis der Geschäftsbericht da ist. Das heißt, ich kann die Tokens eben auch dann kaufen, wenn tatsächlich die Leute das mehr nutzen. Und insofern habe ich auch da keine Zeitverschiebung mehr zwischen der Zeit, wo irgendjemand einen Geschäftsbericht erstellt und irgendwie die Umsätze zusammenrechnet. Das habe ich bei der Blockchain alles in Echtzeit. Und deswegen macht das auch das so viel spaßiger und so viel lustiger und so viel interessanter, irgendwie eben auf der Bitcoin oder auf der Ethereum-Blockchain zu handeln. Vielleicht nochmal, Pavel, auch immer nochmal das Asset Management insgesamt angesprochen haben, vielleicht nochmal so ein paar große Zahlen. Also wir haben ungefähr 80 deutsche Billionen, englische Trillionen oder Trillions. Wir haben ungefähr 80 Billionen Global Asset Management Markt und davon sind ungefähr 19 Billionen der sogenannte alternative Investmentmarkt. Also nicht Aktien und nicht Bonds, sondern das, was man irgendwie in Hedgefonds, in Private Equity, in Venture Capital und so weiter sieht. Das ist grundsätzlich auch etwas, ein Segment, in dem wir uns sehen und in dem wir auch digitale Assets sehen. Das heißt, das ist in Summe natürlich ein riesiger Markt und selbst wenn man sagt, nur 1% davon, dann wären wir eben bei einer Zahl, die ungefähr so um das so 500-fache noch größer ist als das, wie hoch digitale Assets heute in Summe sind. Ich will sagen, da ist noch ein irres Wachstumspotenzial und Bitcoin ist sozusagen im Vergleich zu allen anderen Assetklassen weniger korreliert. Also die Zusammenhänge zwischen den Assetklassen sind in der Regel in der Vergangenheit immer höher geworden und größer geworden und das ist bei Bitcoin nicht der Fall. Dann gibt es noch ein ganz entscheidendes Element, weil eben die Technologie global ist, sie ist global transferierbar, sie ist nicht von einem Staat enteignenbar, sie hat eben die Konnotation auch sozusagen Wertaufbewahrungsfunktion zu haben, weil sie eben in der Menge begrenzt ist, das ist bei Ethereum leicht anders, aber bei Bitcoin ist das der Fall. Und insofern gibt es eben aus meiner Sicht eine ganze Reihe von Gründen, warum sozusagen Bitcoin, Ethereum und die anderen digitalen Assets, insbesondere eben auch die Token, aus meiner Sicht eine gute Wertanlage sind, auch für die Zukunft.
Und gleichermaßen gibt es sogar noch mal ein Feature, das aus meiner Sicht eine der riesigen, und dann ist es vielleicht ein schöner Abschluss auch zu den Möglichkeiten, die ich eingangs benutzt habe. Ich bin fest davon überzeugt, dass Anleihen, Aktien, alle anderen Arten von Investments mittelfristig auch alles tokenisierte Assets auf einer Blockchain werden. Die Technologie ist billiger, sie ist schneller, sie hat weniger Transaktionskosten, sie ist viel sicherer und sie ermöglicht viel mehr Leuten Zugang zu Assets, die es davor nicht hatten. Deswegen bin ich zutiefst davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren eine vollkommene Tokenisierung sehen. Ich habe auch hier liegt immer eines meiner absoluten Lieblingsbücher, das kann ich jedem nur empfehlen, Token Economy von Sherman Washmere, die das total gut beschreibt, was sozusagen die Sinnhaftigkeit und was das Rational hinter ist zwischen dem ganzen Thema Tokenökonomie und Tokenisierung. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das kommt. Und insofern ist sozusagen das, was wir jetzt sehen, momentan nur ein kleiner Ausritt über das, was uns in den nächsten 5 bis 10 Jahren kommen wird. Und dann wird die Revolution noch größer als die des Internets. So, jetzt habe ich ganz viel gesprochen. Ich würde sagen, an der Stelle nochmal feuerfrei für Fragen, für Anmerkungen. Und dann können wir sozusagen da in den Dialog schalten. So. Also wie ist es, Sven D., wie ist es technisch möglich, diese generell rechentechnisch aufwendigen Transaktionen dauernd in Echtzeit zu analysieren? Habe gelesen, dass zum Beispiel Bitcoin sich in einer riesigen Datei verschlüsselt gespeichert werden. Je mehr Transaktionen, desto mehr Daten müssen verarbeitet werden. Sprengt das nicht irgendwann mal alle fast ab? Ha, mein Mitgründer würde diese Frage lieben. Das ist genau der Clou. Ja? Also mein Mitgründer hat, ist ungefähr Mitte 50, hat vor 35 Jahren am CERN promoviert in Genf, also da, wo auch die Teilchenbeschleuniger sind, und hat noch sozusagen, bevor auch dort Tim Berners-Lee das Internet erfunden hat, schon in dezentralen Systemen geforscht. Die Blockchain ist eigentlich nur ein dezentrales System. Ja, wir arbeiten mit relativ großen Datenmengen. Wenn man das aber zum Beispiel mit der Astrophysik auch vergleicht, würde mein Mitgründer an der Stelle sagen, arbeiten wir aber immer noch mit Pipifax-Datenmengen. Der große, große Clou ist, dass die Datenkette ja zu 99,9% bekannt ist und das ist die Kette und es kommt immer nur der letzte, wo ist die Kamera da? Der letzte Datenpunkt kommt immer nur dazu. Wir rechnen die ganze Kette ja schon vor, die ist ja schon berechnet und es kommt immer nur der letzte Datenpunkt dazu. Das heißt, in Echtzeit ist es gar nicht so schwer, weil du hast 99,9% der Berechnungen schon gemacht und machst immer nur den letzten Datenpunkt dazu und gleichst den dann sozusagen nochmal ab. Und ja, Rechenkapazität ist natürlich ein Riesenthema für uns. Ich sage immer, mein wichtigster Mitarbeiter ist sozusagen unser Server-Setup. Und wir brauchen auch ganz viel CPU, aber das ist die grundsätzliche Logik, wie wir das schaffen, das in Echtzeit zu analysieren. Gibt es vielleicht noch weitere Fragen oder haben wir schon sozusagen das... Wie viele Mitarbeiter hast du denn? Also, wir haben momentan 6 feste Mitarbeiter. In dem ganzen Forschungsbereich ist es relativ schwer, die Mitarbeiter fest anzustellen. Wir arbeiten fast immer nur mit Professoren, die dann verschiedene Beratungsprojekte für uns machen. Und dann haben wir von der TU München so eine Kooperation, dass wir immer irgendwie so zwischen 10 und 15 Studenten für ein halbes Jahr bei uns haben, die dann praktisch ihr Projektstudium, heißt es, oder so ein Studienaufenthalt bei uns machen. Und wir kooperieren eben auch viel sozusagen mit natürlich im ganzen Asset Management, mit Brokern und so weiter. Da hat man aber nicht mehr viele Inhouse-Möglichkeiten. Also insofern 6 Feste und ungefähr so bis zu 20, würde ich mal sagen, Freelancer und Studenten. Wo sehen Sie die Potenziale der Blockchain im internationalen Handel? Überall. Also alles, was Supply Chain Finance ist, alles, was Supply Chain Dokumentation ist, was praktisch auch dieses Thema ist, wo ist mein Paket auf dem Globus, wer hat es wann, wer hatte wofür die Verantwortung, wer haftet wann. Da gibt es unglaublich viele Themen. Es gibt zum Beispiel die Tracy Blockchain, das ist eine der anerkannteren Dokumentations-Blockchains für internationale Lieferketten. Dann gibt es die Marco Polo Blockchain, das ist eine der anerkannten Supply Chain Finance Blockchains. Und gerade da, wo heute noch irgendwie Letter of Credits und viel Papier hin und her geschubst wird, da ist aus meiner Sicht durch die Vielzahl der unterschiedlichen Player, die Vielzahl der unterschiedlichen Länder und die Vielzahl der unterschiedlichen Prozessschritte die Blockchain perfekt prädestiniert, den Prozess komplett zu revolutionieren.
Genau, super. Dann also Sven, die werden Menschen dann auch andere werden Maschinen dann auch andere Maschinen bezahlen können? Und was bedeutet das für Geld für uns Menschen? Ja, können sie auch heute schon. Das ganze Thema programmierbare Euro, der LBBW übrigens, was ich vorhin schon gesagt habe, führt schon dazu, dass man praktisch eben dann Maschinen, die heute noch ein autorisiertes Wallet, also ein autorisiertes Konto bekommen, die eine Gesellschaft oder eine Person ihnen zuweist, auch bezahlen können. Was bedeutet das für das Geld, für uns Menschen? Eigentlich nur, dass es noch digitaler wird und dass es sehr viel mehr Nachkommastellen bekommt, weil all diese Transaktionen sind im Nano- und im Mikrobereich in der Regel und da braucht man eben mehr als nur zwei Nachkommastellen für den Euro beispielsweise. Das Thema Quantencomputing ist ja mittlerweile immer mehr im Kommen. Ich habe gelesen, dass Quantencomputer bald schon die meisten Verschlüsselungen von Blockchains knacken. Was ist Ihre Meinung dazu? Sehr gute Frage, Nadine. Vielen Dank. Oder Frau Henninger. Also, ich habe vorhin mal gesagt, zentrale Systeme sind so viel sicherer oder unsicherer als Blockchains im Vergleich zu Sandkorn, zu einer Erdkugel. Und dann kann man sagen, Quantencomputer sind dann wie die Sonne. Also wesentlich größer und nochmal wesentlich mächtiger. Das stimmt auch. Es gibt aber auch keinen Grund, warum dann die Kryptographie sich nicht anpassen sollte. Die Kryptographie heute ist darauf ausgerechnet, welche Serverkapazität es eben heute gibt. Und mit Quantencomputer würde auch Quantencomputer-basierte Kryptographie möglich werden. Das ist einer der Gründe, warum ich glaube, dass die Ethereum-Blockchain wichtiger ist als die Bitcoin-Blockchain, weil die Ethereum-Blockchain eben noch ein Entscheidungsgremium hat, das eben auch die Kryptographie anpassen kann, was die Bitcoin-Blockchain nicht kann. Insofern, sozusagen so ähnlich wie es mit Rechenkapazität ist, wird das einfach dann nachgezogen. Das Grundprinzip der Dezentralität wird aus meiner Sicht damit nicht geknackt. Kennst du irgendeinen Studiengang, der sich schon auf dieses Thema wirklich spezialisiert hat? Also es gibt schon eine ganze Reihe von zumindest Weiterbildungsmöglichkeiten. Es gibt eine ganze Reihe von Studiengängen. Das weiß ich nur deswegen, weil ich da auch immer wieder Gastspeakerin bin, die sich auch damit schon beschäftigt. Die Frankfurt School of Finance, der Philipp Sandner, mit dem ich zusammen auch diesen Podcast Block 52 mache, der macht viel in dem, der macht alles von 10-wöchigen so Wochenendseminaren bis hin zu berufsbegleitenden Themen. Es gibt an der TU München, an dem Lehrstuhl von dem Professor Mattes, mit dem Uli Gallersdörfer, den ersten Executive, das erste Executive Education Programm zum Thema Blockchain. Das kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Es ist auch live und umsonst im Internet zu haben. Das kann ich nur empfehlen. Ich selber achte darauf, dass sozusagen ich so ziemlich alles, was es an sogenannten MOOCs oder MOOCs, also Open Online Courses an den amerikanischen Universitäten dazu mache und da kann man alles von Zertifikat bis Studiengängen auch machen. Ob es schon den Blockchain Bachelor beispielsweise gibt, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, glaube ich aber noch nicht. Es wird aber sicherlich immer mehr auch ein Schwerpunkt sozusagen in den unterschiedlichen Studiengängen. Ich weiß eben auch von den TU-Studenten, die bei mir sind oder die bei uns sind für ihr Projektstudium, dass eben da doch Blockchain auch gerade bei den Professoren, die ein bisschen besser sich da auskennen, entsprechend viel sich tut. Auch bei den Jura-Lehrstuhlen tut sich eine ganze Menge. Es gibt sozusagen mit der Philipps Universität in Marburg bei dem Professor Omlo und Professor Möslein ein Institut, das sich schon damit auseinandersetzt, die auch ganz viele Promoventen schon in dem Bereich haben. Dann gibt es den Andraniak Thomasian an der Uni Mainz, der viel dazu macht. Es gibt an der Uni Kassel jemand, der viel dazu macht. Es gibt an der Uni Basel viel dazu. Also insofern, es ist schon eine wachsende Forschungslandschaft, die sich auch hier etabliert. Sie ist aber mini im Vergleich zu China. Da fällt mir auf, dass ich nicht viel über China gesprochen habe, aber im Grunde genommen gibt es hier schon ein zunehmendes Forschungsgebiet auch, das ich zu diesem Thema. Was ich in der Anmoderation gesagt hatte, Katharina, das Blockchain Service Network in China, wo du gerade von China sprichst, da bist du, glaube ich, gar nicht mehr zu sprechen gekommen. Vielleicht kannst du noch ein paar Sätze dazu sagen. Ja, das sehen wir gerade, genau, das ist genau, das mache ich nochmal ganz kurz. Nee, das mache ich nochmal ganz kurz. Ja, das ist irgendwie, da bin ich vorwang. Also, genau, das mache ich nochmal ganz kurz. Also, ist in China Bitcoin verboten? Das kann man so pauschal nicht beantworten. Das ist ein bisschen kommt auf Fragen, reden wir über Mining und so weiter und über die Frage, kann man Bitcoin überhaupt verbieten? Ganz kurz zum Blockchain-Service-Netzwerk. Also das Blockchain-Service-Netzwerk ist BSN oder auch aka China Chain.
ist ein Teil der chinesischen nationalen Blockchain-Strategie. Auch Teil dieser Blockchain-Strategie ist der digitale Yuan. Der ist jetzt seit April in 4 großen Städten live. Wir haben jetzt gerade eben die erste Milliarde Blockchain-Transaktionen des digitalen Yuans auch verkündet. Und die grundsätzliche Überlegung, die Chinesen eben auch selber sozusagen postulieren, ist zum einen, dass sie signifikante Transaktionskosten aus jeglichem wirtschaftlichen Prozess rausnehmen wollen, dadurch, dass es eben eine staatliche Infrastruktur, nämlich das Blockchain-Service-Netzwerk gibt, auf dem Parteien rechtsverbindliche Verträge eingehen können und rechtsverbindliche wirtschaftliche Leistungen vereinbaren und austauschen können, die dann sozusagen hinterher automatisiert in Rechnungsprozesse, in Steuerprozesse und so weiter eingehen und damit eben ganz, ganz viel der Transaktionsunsicherheiten auch rausnehmen. Das gepaart mit dem digitalen Yuan als staatlichem legitimierten Zahlungsmittel ermöglicht eben dann auch tatsächlich rechtsverbindliche Geschäfte und komplett rechtssichere Zahlungen auszulösen und damit die praktische Effizienz und die Produktivität maßgeblich zu erhöhen. Es ist eines meiner großen Ärgernisse, dass das in Europa nicht genug diskutiert wurde. Das habe ich ausgerechnet, das heute auch noch so ein bisschen vergessen. Bei jedem, den das interessiert, kann ich eben nur raten, da auch noch mal ein bisschen mehr dazu zu lesen und reinzuhören, weil das ein Riesenthema ist, das in Europa aus meiner Sicht eben nicht genug diskutiert wird. Was glaubst du, woran das liegt, dass das in Europa nicht? Ich habe irgendwann gerade die Gemeinde für den nächsten Meeting bekommen. Also zum einen sind die Chinesen natürlich eher so. Ja. Also zum einen glaube ich, dass es daran liegt, dass die Chinesen eben das sozusagen nicht an die riesengroße Glocke hängen und sie oft sozusagen dann erst kommunizieren, wenn sie es umgesetzt haben. Und zum anderen ist aus meiner Sicht in der Eurozentrierter der Diskussion nicht ganz klar, was das wirklich bedeutet und wie strategisch und wie umfassend das ist. Und während hier eben, wie ich einiges gesagt habe, viel noch über Energieverbrauch und über Geldwäsche und über Datenschutz diskutiert wird, ist es dort halt ganz klar Teil des wirtschaftlichen Plans und Teil sozusagen der systematischen Bereitstellung der Infrastruktur der Zukunft. Und diese Art von, sage ich mal, auch Konsistenz und strategischem Vorplanen und systematischen Umsetzen ist eben was, was wir hier in Europa gar nicht so richtig wahrnehmen und verstehen. Und hier gibt es eben gefühlt einfach andere Themen, die uns beschäftigen, obwohl wir nicht verstehen, aus meiner Sicht, was das für Konsequenzen für uns haben wird. Wenn es an der Stelle keine weiteren Fragen mehr. Ich sehe auch keinen mehr tippen im Moment. Es hat auch keiner die Hand gehoben und möchte sich irgendwie per Mikrofon zuschalten. Aber während ich jetzt dich sozusagen abmoderiere und noch ein paar Worte sage, kann ja immer noch getippt werden und dann beantwortest du sicherlich im Nachgang auch noch ein oder zwei Fragen. Wir haben es jetzt wunderbar hingekriegt. Genau eine Stunde an extrem viel Information. Du hast uns wirklich einen tollen Einblick gegeben in die Blockchain-Technologie, hast mit ganz vielen verschiedenen Mythen aufgeräumt, bist auch aufs Thema Datenschutz eingegangen, was ich extrem wichtig finde. Und besonders spannend fand ich tatsächlich auch die Antworten auf die unterschiedlichen Fragen. Also ganz toll, dass du natürlich auch auf die Fragen immer eingegangen bist, über die Kontrolle der Blockchain, über den digitalen Euro und da uns sehr umfassend informiert hast. Sehr interessant finde ich auch den Zusammenhang natürlich aus meiner Perspektive zum Thema Organisation, nachdem ich ja die Professur für Unternehmensführung, Personal und Organisation habe, ist das natürlich ein Thema, was mich besonders interessiert hat. Das Thema übersichtlichere Gestaltung und Möglichkeit von Prozessorganisationsverbesserung, denke ich mal, hochspannend, ein Thema, wo man auf jeden Fall dranbleiben muss und was auf jeden Fall auch für die Zukunft natürlich in der Unternehmensführung sicherlich hochrelevant ist. Also von daher ganz vielen lieben Dank, Katharina, an dich für diese wirklich interessanten Einblicke heute Abend. Und ich denke mal, wir sind jetzt alle viel besser informiert über das Thema Blockchain als noch vor einer Stunde. Uns schwirrt allen der Kopf auf dieser ganzen Information, die wir jetzt erhalten haben. Und ich denke, man kann dich sicherlich auch im Nachgang dann noch ansprechen, weiß ich nicht, über uns deine Kontaktdaten vielleicht
erfahren, beziehungsweise mit dir dann Kontakt aufnehmen, wenn jetzt ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin Interesse hat, noch irgendwelche Fragen zu stellen. Also dann gerne an uns wenden und wir werden dann den Kontakt zur Katharina Gera natürlich auch herstellen. Wie gesagt, vielen lieben Dank an dich. Ganz toll, dass du heute Abend unser Gast warst. Und ansonsten heute Abend noch einen wunderschönen Abend an Sie alle. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Ute. Hat mich gefreut und Spaß gemacht. Vielleicht ein letzter Hinweis noch, wer mehr hören will zu dem Thema, kann auch gerne sozusagen in den Podcast Block 52 reinhören. Jede Woche gibt es eine neue Folge. Also Empfehlung von der Katharina Gera, den Block 52 sich mal anzuhören. Ich werde das auf jeden Fall auch mal tun und bin mir sicher, dass wir da auch noch viele spannende Inputs bekommen. Vielen Dank, dass Sie alle teilgenommen haben und dir, wie gesagt, Katharina, vielen Dank, dass du uns mit deinem Vortrag gewährt hast. Super, Super, schönen Abend euch ganz allen. schönen Abend.